Ja, herzlich willkommen wieder mal in unserer Online-Gesundheitsecke des St. Vinzenz Krankenhauses in Hanau. Mein Name ist Peter Buschmann, 40 Jahre hier im Haus. Ich bin immer noch gerne hier im Haus, ich lebe für dieses Haus und ich habe heute was ganz Interessantes dabei. Eine ganz interessante Interviewpartnerin, wo ich auch sehr viel selbst lerne und ich gestehe wirklich, als wir dieses Thema vorbereitet haben, habe ich mir gedacht, okay, davon hast du auch keine Ahnung. Ich darf Sie bitten, sich selbst vorzustellen. Ich habe da für uns dabei Sarah Sell, ihres Zeichens Babylotsin. Und jetzt lasst euch einfach mal überraschen, was denn eigentlich so eine Babylotsin macht. Ja, hallo, schön, dass ich heute da sein darf. Mein Name ist, wie gesagt, Sarah Sell. Ich bin seit anderthalb Jahren mittlerweile als Babylotsin hier im Haus schon einige Jahre länger. Vorher in einer anderen Tätigkeit und ich habe sehr, sehr viel Freude an der Arbeit auf der Wochenstation mit den frisch gebackenen Eltern und mit den frisch gebackenen Babys und es macht mir einfach großen, großen Spaß, die Familien zu unterstützen. Was kommen denn da, was kann ich mir denn vorstellen, was kommen denn da so für Fragen oder wo kannst du, bei welchen Fragen kannst du helfen, was sagst du den Eltern? Also ich gehe zu den Eltern auf der Wochenstation, wenn sie sich das wünschen. Das wird durch die Schwestern vorgestellt. Und ich biete ein Gespräch an, in dem die Eltern alle Ängsten, Sorgen und Nöte besprechen können, die sie haben. Da bringt jede Familie ihre ganz eigene Geschichte mit. Es ist auch völlig egal, ob es das erste Kind oder das fünfte Kind ist. Mit jedem neuen Baby kommen einfach ganz viele Fragen auf. Und ich versuche, in diesem Bereich zu unterstützen, wo es nur geht. Also das heißt, du kannst auch richtig vermitteln. Gehst du dann, oder wenn das gewünscht ist, gehst du mit auf Ämter oder machst du etwas, wo es dann den Eltern einfacher ist, auf ein Amt zu gehen? Oder wie kann man sich das so vorstellen? Das kann ich leider nicht tun. Ich kann leider nur von hier, von der Klinik aus tätig werden. Der Name Babylotsin sagt es ja schon so ein bisschen, ich bin eine Lotsin. Also ich habe in meinem Portfolio ganz, ganz viele Angebote für junge Familien und junge Eltern und kann einfach für jede Familie, je nach Bedarf, das passende Angebot heraussuchen. Das ist völlig egal, was das für ein Angebot ist. Ob das eine Familie ist, die sich vorher schon meldet, die Unterstützung braucht, ältere Geschwisterkinder bei der Geburt des neuen Babys unterzubringen oder ob es um die Hebammensuche geht, die ein ganz großes Thema ist. Ich kann auch, denke ich, ganz gut beraten zum Elterngeld und zum Kindergeld, wenn das gewünscht ist. Da stehen so viele Formalitäten an, die, mit denen einfach viele Familien überfordert sind und für die auch einfach gerade in dieser ersten Zeit keine Zeit da ist. Das wäre schon meine nächste Frage gewesen, ob du auch ganz einfach bei der Beantragung von finanzieller Unterstützung helfen kannst, weil ich denke, das sind ja einige junge Eltern oder überhaupt auch Eltern stellenweise komplett überfordert mit dieser Geschichte und die ganzen Paragraphenreiterei, genau, dann ist es, kann ich mir sehr gut vorstellen, dann jemanden da an der Seite zu haben. Standesamt, auch immer ein, auch bei unseren Streams immer ein ganz wichtiges Thema, Standesamt. Standesamt stellenweise ja auch nicht ganz so einfach, da kannst du auch Hilfestellung geben? Da kann ich auch Hilfestellung geben. Ich kann mit den Familien die Formulare besprechen, die im Krankenhaus ausgefüllt werden müssen für das Standesamt. Ich kann Vermittlung herstellen zum Standesamt, kann auch nochmal im Namen der Familie Dinge erfragen. Ich hatte letztens eine Mutter, die war sich nicht sicher, ob dieser gewählte Vorname für einen Jungen geht. Da kann ich schon mal nachfragen. Und ansonsten kann ich halt einfach schon mal sagen, wie die Formalitäten beim Standesamt funktionieren und vor allen Dingen, wie sie im Moment unter Corona-Bedingungen funktionieren. Das ist nämlich ein Stück weit anders als normal. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und ich glaube natürlich auch, dass das noch eine Zeit anhalten wird. Definitiv. Ebenfalls wichtig in unserer, zum Glück, multikulturellen Gesellschaft. Ich denke, da kommen ja auch viele Sprachen aufeinander. Mhm. Wie kannst du jetzt jemandem helfen, wo die deutsche Sprache jetzt ganz einfach nicht so im Vordergrund steht? Also, ich habe
Das tatsächlich. Also ich habe ganz, ganz viele Frauen, die das Problem haben, sich sprachlich zu verständigen. Bisher haben wir immer irgendeine Lösung gefunden. Entweder gibt es den Ehemann, der ein bisschen besser Deutsch spricht, oder es gibt irgendwie eine Cousine oder einen Cousin, die über Telefon dolmetschen kann. Und außerdem haben wir hier im Haus einen sehr großen Sprachvermittlerpool, also wirklich Mitarbeiter, die aus den unterschiedlichsten Ländern kommen und stehen sehr viele Sprachen zur Verfügung. Und die Mitarbeiter waren bisher immer sehr gerne bereit, dann auch mal für eine Viertelstunde mitzugehen in ein Gespräch und einfach sprachlich zu vermitteln. Nichtsdestotrotz ist auch eine Aufgabe meiner Lotsenfunktion natürlich zu schauen, wie kann man diese Menschen in Zukunft befähigen, die deutsche Sprache zu erlernen. Also da habe ich auch jede Menge Angebote im Portfolio, die ich einfach an die Familien vermitteln kann. Tolle Sache. Jetzt hast du es vorhin schon mal angesprochen. Die Suche nach einer Nachsorgehebamme. Ich habe das mal in den Medien auch gelesen, dass das gar nicht so einfach ist und dass da viele werdende Mütter oder gerade gewordene Mütter, da hatte ich nämlich gelesen, man muss das ewig lange vorher schon und am besten Termin. Da kannst du auch helfen, durch Kontakte, die du hast in dieser Zeit aufbauen können, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also es gibt einfach einen sehr großen Hebammenmangel. Das bekommen alle Eltern mit, die auf der Suche nach einer Hebamme sind. Ich kann natürlich auch keine Hebamme backen, aber ich kann die Eltern immer noch mal ermutigen, noch mal zu suchen und noch mal zu suchen. Häufig besteht auch rund um den Entbindungstermin einfach noch mal die Möglichkeit, eine Hebamme zu finden, weil es manchmal Frauen gibt, die waren überversorgt, die hatten zwei Hebammen und haben einer kurzfristig abgesagt. Oder es gibt auch mal Babys, die kommen einfach ein paar Wochen früher. Und dann sind wieder Kapazitäten da. In dem Bereich versuche ich immer zu ermutigen und zu unterstützen. Ich rufe auch Hebammen an und frage nochmal nach. Und ich vermittle aber auch in Angebote über die Hebammennachsorge hinaus. Also durch den Hebammenmangel ist ein neuer Markt entstanden und entsteht gerade ein neuer Markt. Es gibt Angebote im Bereich der Stillberatung, die mittlerweile sogar von den Krankenkassen übernommen werden. Es gibt Säuglingspflegekurse, die man auch mit dem neugeborenen Baby wahrnehmen kann. Und es gibt einfach auch ganz viele Online-Angebote mittlerweile, auch Online-Hebammen-Nachsorge, wohin ich vermitteln und beraten kann. Das war ja jetzt ein ganz, ganz interessanter Querschnitt durch alles, was du anbieten kannst. Und jetzt kommt natürlich eine ganz wichtige Frage, was ja natürlich dann viele interessiert. Wie, wann und wo kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen? Ich habe mein Büro dankenswerterweise direkt auf der Wochenstation. Also die Familien, die auf der Station sind, können einfach der Schwester Bescheid sagen. Sie möchten gerne mit der Babylotsin sprechen. Oder sie können einfach an meine Tür klopfen. Ich bin immer vormittags im Haus. Ich bin aber auch sehr gut zu erreichen über Telefon und über E-Mail. Ich denke, das wird gleich nochmal eingeblendet. Und bin auch sehr dankbar, oder manchmal ist es einfach sehr sinnvoll, wenn auch schon schwangere Frauen auch schon in der 18., 20., 22. Woche Kontakt aufnehmen. Das ist auch völlig unabhängig davon, ob sie hier entbinden wollen oder nicht. Das ist einfach eine Dienstleistung, die wir anbieten und die auch dankenswerterweise über das gesamte Programm in unseren benachbarten Kliniken angeboten werden. Also es gibt auch eine Babylotsin im Klinikum. Und es gibt auch eine Kollegin in den Main-Kinzig-Kliniken, die auch gerne zur Beratung bereit sind. Und würdet ihr auch oder kooperiert ihr auch oder könnt oder helft ihr euch aus? Ja, also wir beraten uns gegenseitig. Wenn jemand nicht weiter weiß oder eine Frage hat, sind wir in ganz engem Austausch. Wir treffen uns einmal die Woche. Wir halten gemeinsam Kontakt zu den Kooperationspartnern der frühen Hilfen. Und das ist ein sehr, sehr guter Austausch und wir sind zu einem sehr schönen, großen Team zusammengewachsen. Das funktioniert wunderbar. Ja, ich hatte ja schon eingangs von meiner Seite aus erwähnt, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, obwohl ich es weiß, dass wir eine Babylotsin haben. Aber was eine Babylotsin bei uns so im Haus macht, wie gesagt, wusste ich nicht. Wirst du denn häufig in Anspruch genommen von den Eltern? Also ich werde relativ häufig in Anspruch genommen. Ich besuche mittlerweile so rund die Hälfte aller Frauen, die ein Baby bekommen haben. Und
bei diesen Frauen kommt es wirklich bei 80-90% tatsächlich zu Fragen, die nochmal aufploppen oder einen kleinen Hinweis, den ich geben kann, der eben noch nicht bekannt war. Auch bei Familien, die sehr gut vorbereitet waren. Also es schadet nie, einfach mal zu schauen, ob vielleicht irgendwelche Fragen auftauchen oder nicht. Und könntest du uns mal oder ein konkretes Beispiel sagen, wo du sagst, wow, da konnte ich echt was Gutes vermitteln oder so, das würde mich echt mal interessieren. Ja? Also ich überlege mal kurz. Also ich habe natürlich sehr, sehr viele Kontakte zu Familien. Ein Fall ist mir jetzt noch sehr präsent, das war eine Familie mit dem vierten Kind, das nun geboren wurde. Der Vater hatte beruflich keine Möglichkeit, Elternzeit oder Urlaub zu nehmen. Die Kinder waren alle relativ klein und da ging es einfach darum, wie schaffen wir das einfach, dass diese Frau nach Hause entlassen wird, ohne direkt völlig überfordert zu sein. Ich habe mit dieser Frau zusammen überlegt, was sie braucht. Eine Nachsorgehebamme hatte diese Frau schon. Es gab auch viele Konflikte mit den größeren Kindern. Sie hatte sehr große Sorge, dass da Eifersucht auftaucht oder die Kinder einfach mit dem Baby nicht gut zurechtkommen oder ähnliches. Und was ich in diesem Fall gemacht habe, ist, ich habe zunächst mal für eine kurzfristige Entlastung gesorgt. Ich habe bei der Krankenkasse einen Antrag gestellt für eine Haushaltshilfe. Der wurde Gott Dank bewilligt, habe dann auch einen Dienstleister gefunden, der das mit 6 Stunden am Tag übernehmen konnte. Und außerdem habe ich dieser Familie noch den Kontakt hergestellt zu den frühen Hilfen, zu den Familienhebammen, sodass diese Familie tatsächlich bis zum ersten Geburtstag des Kindes regelmäßig Unterstützung durch eine Familienhebamme hat, die nach Hause geht in die Familie und jeweils aktuelle Familienthemen mit der Familie bespricht. Ja, das war ein ganz tolles Gespräch, ein ganz tolles Interview, wo ich, wie gesagt, auch viel dazugelernt habe. Vielen Dank, Sarah, dass du hier warst, sehr dass gerne. Ich dich interviewen durfte. Schauen wir mal, wie das in den nächsten Monaten so wird. Kommen die Corona-Babys? Man hat ja jetzt wieder viel Zeit gehabt zu Hause, durfte nicht fort. Und nur Fernsehgucken ist auch nicht das Richtige. Das ist Vielen richtig. Dank.